Sommer steht vor der Tür und damit auch die Badesaison. Seen und Bäder locken, doch immer weniger Kinder können am Ende der Grundschulzeit sicher schwimmen. Ein alarmierendes Zeichen und ein guter Grund für die Landesschwimmverbände, einen einheitlichen Standard für die Grundausbildung von Schwimmlehrern und Trainern zu schaffen. Ja, jedes Jahr um die Jahreszeit erreichen uns ja leider wieder die traurigen Zahlen der Ertrinkungstote, die wir dann im Sommer erleben oder erlebt haben. Und dem wollten wir entgegenwirken. Klar, Schwimmausbildung gibt es schon eine ganze Weile und das Seepferdchen ist ja das etablierte Abzeichen zum Schwimmen lernen. Aber es fehlte bisher an einem Lehrmaterial, was eine fundierte Grundausbildung bringt. Mit dem Handbuch Swim to Go stellt die bundesweite Initiative Schwimmgut dieses Material jetzt allen Schwimmausbildern zur Verfügung. Mit Unterstützung der AOK hat Autor Dr. Manuel Kurpitz 15 Jahre Erfahrung in einen Leitfaden zu einer standardisierten Ausbildung einfließen lassen, der dort ansetzt, wo er am dringendsten gebraucht wird, bei der Schwimmerziehung der Jüngsten. Gerade auf die 5-, 6- und 7-Jährigen kommt es an. Und da wollten wir ein Konzept erarbeiten, bei dem nicht nur die Kinder davon profitieren, also eine qualitativ hochwertige Ausbildung bekommen, sondern es kommt ja auch auf die Trainer an. Und die Trainer sollen standardisiert ausgebildet werden. Und das erreichen wir mit diesem Manual. Michael Aldus vom SSV Ostring 93 bringt Kindern seit 25 Jahren das Schwimmen bei. Für ihn ist das neue Handbuch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Mit diesen Materialien hoffen wir, dass wir endlich eine einheitliche Ausbildung für die Kinder bekommen, im Freizeitsport, aber auch hier in unserem Sport, im Breitensport. Denn das alleinige Vermitteln von Grundfertigkeiten reicht nicht aus. Wer nicht bereits ganz am Anfang mit Kompetenz den Spaß am Schwimmen nahegebracht bekommt, wird Schwimmen weder als Leistungssport noch als Freizeitsport zur Erhaltung der Gesundheit weiter betreiben. Schlimmer noch, Grundkenntnisse reichen oft auch in Gefahrensituationen nicht aus. Schwimmen können heißt in Deutschland in der Regel das Seepferdchen. Aber nicht immer reicht das Seepferdchen aus, denn die Kinder machen das in der Badehose oder im Badeanzug. Wenn die aber mal in einer Gefahrensituation ins Wasser fallen, dann hilft das Retten mit der Badehose ja nicht, weil die haben ja Sachen an. Und insofern denke ich, muss da nochmal etwas draufgesetzt werden an Qualität. Diese Qualität soll das Trainermanual Swim to Go jetzt bringen. Flächendeckend und deutschlandweit. Damit der Besuch am Strand, am See oder im Freibad auch in Zukunft ein sicheres Vergnügen bleibt.